Ich habe leider keine mehr auf Lager. Und aber ich du umfahren. Kannst dir eins im Tuning-Shop holen. Und ich baue dir dann ein. Die Sache mit dem Showdown ist die. Um mitzuhalten, musst du deinen Wagen aufrüsten. Und das kostet Geld. Du fährst also Rennen, gewinnst Kohle und kaufst dir Upgrades, um auch größere Rennen mit höheren Preisgeldern gewinnen zu können. Das ist zwar noch nicht alles, aber so viel zu den Basics. Zuerst kaufst du dir jetzt dieses Nitro-Kit. Okay, alles ja, klar. Papa, ich will mir jetzt ein Nitro-Kit kaufen. Ist der Service natürlich inklusive. Es ist völlig egal, wie gut du bist. Selbst der beste Fahrer braucht einen guten Mechaniker. Also dich, was? Hey, du kannst dich gerne allein mit Palm City anlegen. Mit ein bisschen Unterstützung ist es einfach nur leichter. Wenn du zum Tuning-Shop 190, fährst, kannst ich du nicht gleich an die 190. Mal beim alten Raceway vorbeischauen. Er ist jetzt stillgelegt, aber früher war da einiges los. Und geil. Manchmal, zur richtigen Zeit, ist das auch heute noch so. Er ist geschlossen? Ich dachte, diese Stadt lebt fürs Racing. Ja, aber heute findet alles auf den Straßen statt. Da braucht man kein Raceway mehr. Oh, da war's schon. Alt X Wadenbremse. Das ist ein neues Emote. Wen hast du denn da wieder bestochen? Oder hast du wieder reingesappt? Wieder, weil du doch ein paar Subs jetzt selber bezahlst inzwischen. Hey, dein Auto passt in meinem Hemd. Wollen wir tauschen? Oh, und deine Hose passt zu meinem Hemd. Wie wär's mit uns beiden? Kommt schon, macht auf! Ich höre euch da drin doch. Lass gut sein. Ist der hier von Lucas? Ja. Kennst du ihn? Ja, doch schon. Er ist mein Bruder. Der gehörte mal mir. Hab mein erstes Rennen darin gewonnen. In der Schrottkarre? Für jemanden, der gerade erst anfängt. Okay. Alles klar. Weißt du vielleicht, was mit denen los ist? Oh, wegen dem Showdown gibt's in der Stadt kaum noch Teile. Sie halten sie zurück für Fahrer, von denen sie denken, dass sie es wert sind. Oh, das bin ich nicht. Okay. Der Rookie ist selbstbewusst. Hey, das sind 370Z. Wo ist das Problem mit dem Frauenwagen? Gib mir dein Handy. Guck mich doch mal an, wie ich aussehe. Sehe ich nicht aus wie totaler Frauenversteher? Hier einen Namen zu machen. Also du meinst, weil es ihre Karre war. Das erklärt's mir. Was, das ist alles? Ich rufe ein paar Leute an. Halt das Ding griffbereit. Ich melde mich. Die hat ein cooles Tattoo. Aber irgendwie die rechte Seite sieht aus wie rangepappt. Da ist nämlich eine falsche Farbe drauf. Rechts vorne der... das... Keine Ahnung, wie man das nennt. Testfahrt abgeschlossen. Wupp, wupp. Ja, ich habe schon mitgekriegt. Das hat mir Linke schon erzählt, dass du Tier 2 subbed hast. Das wusste ich schon. Ist eine Art Polizeifunkscanner. Wir alle nutzen sie. Echt hilfreich, glaub mir. Ich kann nur durchdrehen beim Gasgeben. Moment mal kurz. Ich gebe ganz zärtlich Gas, ja? Dex hier. Ich habe deine Nummer von Lucas. Oh, hi. Hör zu, falls du an deinem Können feilen willst. Ich veranstalte manchmal das ist hart so, ich los zu fahren. Ohne Druck. Es geht nur um Spaß und ein paar da redet man hinter der Rücken über dich. Ein paar wilde Geschichten über Lucas. Aber nur Gutes natürlich. Sehr schön. Ich melde mich, wenn das nächste Rennen ansteht. Bis dann. Oh, ich darf mich ja gar nicht reparieren. Oder was? So. Nächstes Rennen. Da in der Theorie. Geldbelohnung, 8250. Jetzt nicht mal den Zaun zerstören können? Das stimmt nicht. In Most Wanted konntest du auch ein paar Sachen zerfahren. Also da war es vorgesehen, wo du durchfahren konntest, als wär's, aber ging schon. Ich hab noch nie über dich gelästert. So, sind wir erstmal ein bisschen sinnvoller Gas gegeben hier zum Start. Erstmal direkt hier die Abkürzung nehmen. Erstmal direkt Erster sein. Okay. Das ist jetzt, weil ich auf Mittel gestellt habe. Oh Gott, oder? Ich muss mich ans Auto gewöhnen. Sam, der wird niemals über dich lästern. Wir meinen es immer nur gut. Machen wir mal Sorgen um dich, aber wir würden niemals über dich lästern. Nein, Nikita, tu mir das nicht an. Girl.
Okay. Jetzt kann ich plötzlich driften? The fuck? Wohin ging das nicht? Das Driften fühlt sich ja noch richtig scheiße an. Moment mal. Nitro. Achso, Nitro geht habe ich auch noch nicht. Ach, damn. Geht's euch gut? Bro. Meine Bru. Ja, aber jetzt ziehen sie mich dafür ab. Platz da. Okay, wenn ich bremse, geht's auch wieder. Nur wenn ich komplett Gas durchziehe, dann breche ich plötzlich aus. Oder auch hier. For some reason und an der anderen Stelle nicht. Bin ein bisschen überfordert mit der Fahrphysik aktuell noch. Der ist wirklich blue, ja. Und nicht so grillbiss wie die letzten Male. Ja. Event wiederholen könnt ihr jetzt direkt klicken. Ist das wichtig? Darf ich so nicht gewinnen? Doch. Reicht. Okay, die hätte ich eigentlich wegfrühstücken können. Die Leistungsbewertung sagt für mich irgendwie noch nicht so viel aus. Bisschen aus, jetzt beschwer dich nicht. Ja, ich beschwer mich. Ah, da. Flieg! What? Der war doch safe drüben! Fängt Ghost Games das wieder an, Alter. Das ist der Synchronspiel von Sasuke im deutschen Dub. Bist du dir sicher? Mann, ich wollte so eine schöne Abkürzung nehmen und spielt das einfach. Nö. No, you don't. Wenn ich aufs Gras komme, direkt ausgebrochen. Ja, guten Tag. Machen wir doch mal hier Story Mission als nächstes. Die muss ich auch starten, okay. Oh, es wird Nacht. Wartest du schon lang? Nicht wirklich. Doch, nur einen ganzen Tag, seitdem es hell ist. Überhaupt nicht lang. Am Strand findet ein Rennen statt. Für die ganzen neuen Gesichter in der Stadt. Da kannst du zeigen, was du drauf hast. Rum, rum, rum. Bieg hier links ab. Okay, ihre Karre kann auch langsam driften. Meine kann das nicht. Ist das eine Chance, mir einen Namen zu machen? Ja, ohne kommst du hier nämlich nicht weit. Du willst die Showdown-Kohle in bessere Teile stecken oder zu mehr Rennen eingeladen werden? Dann müssen dich die Leute kennenlernen. Kennenlernen. Nur in der Nacht. Genau, den tagsüber sieht keiner, wie ich fahre. Das sieht man nur in der Nacht. Nein, der steckt unter irgendeiner Motorhaube. Er hat einfach keinen Mumm mehr. Kein Auto auf den Straßen, typisch USA. Genau. Typisch US-Metropole, wo niemand Auto fahren würde. Die fahren immer alle Bus. Was soll der Scheiß, Rivera? Glaubst du, ich krieg's nicht mit, wenn hier ein Rennen steigt? Ich hab's gehofft, Kenny. Der Main-Character. Tja, Pech gehabt. Diese Anfänger okay. Kriegen von mir gleich mal einen Vorgeschmack auf die Speed Boys. Auf die Speed Boys? Du uneingeladen bei Rennen auftauchen? Wer auf diesen Straßen fährt, ist Freiwild. Hast du gehört, Greenhorn? Ist der mit mir? Und ob sie Kenny töten rede. Werden? Ich bin hier die Nummer Uno. Vergiss das ja nicht. Hat er echt Nummer Uno gesagt? Jupp. Hat er. Also tu mir den Gefallen und besieg ihn, ja? Jupp. Nummer Uno. Jetzt nach rechts. Wir sind fast da. Muss ich noch was sagen? Total bekannt vor. Also Main Character. Ja, wer? Sasuke aus Naruto wurde gerade gesagt. Ist das wohl ein Synchronsprecher? Aber der hat bestimmt noch mehr gemacht. Alles klar. Dann zeig mal, was du kannst. Gamble with my life, yeah. Nicht der Main Character? Ich denke, der Main Character. Ich versuche dich während des Rennens zu filmen. Ich hoffe, du kriegst mein Heck gut drauf. Es ist ein illegales Street Race und ihr filmt die Scheiße? Seid ihr eigentlich dumm oder so? Komm schon, treten wir dem Kerl in den Arsch! Aus dem Weg! Es ist mir unklar, warum er. Das ist halt Ingame-Logikfehler. Voll illegale Street Racing, uns darf keiner erwischen. Wenn du driften willst, versuch bei der nächsten Kurveneinfahrt voll aufs Gas zu gehen.
Ah, lol! Du musst halt wirklich nochmal extra aufs Gas gehen zum Driften. Ja, okay. Interesting. Interesting Mechanic. Hey, vielleicht wird das ja ein Doppelsieg. Doppelsieg? Wo fährst du denn mit? Ach, du fährst ja wirklich mit. Oh, oh. Geh dir gleich mal einen Nacken. Die ist ein bisschen arg weit weg, die Dame. Tatsächlich. Oh, wobei, jetzt hol sie gerade noch auf. Du musst mich schon überholen. Das ist mir schon klar, dass ich, aber dich kriege ich, glaube ich, schlecht überholt. Du musst, glaube ich, perfekt fahren, wirklich, um die zu überholen. Aber ich, das habe ich im Drift versucht. Ah, das ist, wo fahre ich denn hin? Aber auch nicht wirklich gut. Ich habe krasse Shots vom Rennen. Ich kann's gar nicht erwarten, sie zu posten. Krasse Shots, Digga! Respekt! Welche? Jeder Einzelne. Ob die gegen mich fahren würden? Wohl kaum. Dauert noch eine Weile, bis sie dir eine Chance geben. Wer sind die? Die League. Die gibt's schon seit Jahren. Wenn der Showdown frisches Blut anlockt, tauchen sie auf und suchen nach neuen Talenten. Wer zu ihnen gehört, hat Zugang zu absolut allem. Geile zu Wagen, allem. Rennen, Zubehör. Chicas! Weißt du, warum wir jede Nacht hier sind? Das ist der Grund. Die Story ist so überdreht, mega cool, dass es lustig ist. Oh, jetzt regnet's. Es heißt, Lukas war fast drin, hat aber gekniffen. Das passt zu ihm. Alle Einheiten. Uns wurde ein Straßenrennen gemeldet. Zurück in Sicherheit. Karte öffnen. Gibt's ein neues Rennen? Können wir einfach mal nochmal ein Rennen. Scheiße, wir müssen hier weg, bevor die Cops auftauchen. Ja. Ich schicke dir ein paar Orte, bei denen wir erstmal untertauchen können. Ich fahr zu einem. Du bist dafür, dass die Polizei sich gerade einen Post macht? Nein, die Polizei weiß nicht, wie das Internet funktioniert. Das ist die deutsche Polizei, weißt du? Das ist alles Neuland. Die wissen nicht, wie man sich einloggt. Das sind alles private Accounts, da kommt man nicht ran. Also die Instagram-Accounts sind auch privat gestellt, da komme ich dann nicht ran. Da wissen die nicht, wie die an die Bilder rankommen. Aber dann haben die auch kein verdächtiges Material, weil weshalb die einen Verdacht hätten oder so, weißt du, da kommen, dürfen die nicht ran.